Bei einem Notfall zählt jede Sekunde. Aus dem Grund ist es besonders wichtig, dass die Retter möglichst viel über den Patienten wissen. Dabei soll in Zukunft die Notfalldose im Kühlschrank helfen. Das Prinzip ist ganz einfach. Alle wichtigen Informationen über den Patienten sind in der Dose schriftlich festgehalten. In dieser Notfalldose ist ja ein Formular, das man mit diesen wichtigen Informationen ausfüllt. Und hier ein solcher kleiner Aufkleber kommt an den Kühlschrank und einer an die Wohnungstür, sodass der Notfallhelfer sofort weiß, wo er hingehen muss. Denn jeder Haushalt hat eine Küche bzw. vor allem auch einen Kühlschrank. Und der Kühlschrank ist einfach ersichtlich, den erkennt jeder und der Notarzt in jedem Fall. Den Vertrieb und die Vermarktung hat die Seniorenvertretung jedoch anderen überlassen. Ja, wir haben das, wie ich schon sagte, über die Apothekerkammer wird das vertrieben. Und die Apothekerkammer hat es auch sich zur Aufgabe gemacht, das öffentlich zu machen, also die Bevölkerung zu informieren. Das Projekt kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Beteiligten für die Umsetzung einsetzen. Neben Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit ist vor allem die Einbeziehung von Rettungskräften von besonderer Bedeutung. Also Unterstützer gibt es natürlich viele, auch Polizei und Feuerwehr sind informiert und finden die Sache großartig. Verschiedene Leute, die also auf unserer Seite sind auf jeden Fall. Zwar wurde die Dose von der kommunalen Seniorenvertretung nach Münster geholt, sie ist aber trotzdem für alle Altersgruppen bestimmt. Die Dose soll in Zukunft also nicht nur bei Senioren fester Bestandteil des Kühlschranksortiments sein. Bei näherem Hingucken und Überlegen ist uns klar geworden, dass es für eigentlich alle, für die Gesamtbevölkerung wichtig ist. Denn auch junge Leute können einen Unfall haben und auch für die ist es wichtig, wenn der Notfallhelfer sieht, hier brauchen wir nur an den Kühlschrank zu gehen und wissen alles. Die Notfalldose ist nur ein Bestandteil der angestrebten Gesamtnotfallvorsorge des Arbeitskreises. Ein schon vor längerer Zeit umgesetztes Projekt ist die Notfallkarte. Die füllt man auch aus mit diesen ganzen Angaben und hält sie im Portemonnaie oder Führerschein, Auto, je nachdem. Das soll sein für den Unfall unterwegs. Für die Zukunft erhofft sich der Arbeitskreis eine flächendeckende Verbreitung der Notfalldose. Im Notfall spart sie Zeit und die ist knapp, wenn es ums Überleben geht.